به نام زن، به نام زندگی، رها شویم ز طوق بندگی. شب سیاه ما سحر شود، تمام تا زیان آتبر شود. که ما جواب نها صدا شویم، من و تو و دگر دوباره ما شویم. قسم به خون پاک لاله ها، به انقلاب، به عشق و بوسه ها. در این Ich bin 44 Jahre vor dem Umsturz des von Dynastieregime Pahlavi. 44 Jahre in der Fremde, ich sage mal, im Lurik der wellenartigen Fremde, die permanent fokussiert war für eine demokratische Ansätze in meinem Land, in Zentralasien, das Land Iran. Iran und Iraner, Iranerinnen, die über 85 Millionen seit 44 Jahren permanent erpresst waren. Die Frauenbewegungen im Iran sowieso war unter dem Nullpunkt. Das Regime Iran hat niemals internationale Werte für eine demokratische Einführung in diesem Land anerkannt. Jegliche Freiheitsstimme in diesem Land wurde mit Fuß getreten. Das Resultat nach 44 Jahren, endlich mal, mein Wunsch war, dass diese Mechanismen in diesem Land verschärfen. Warum sage ich mal Frauenbewegung, feministische Revolution? Sind die Iranerinnen nicht nur alleine betroffen in dieser Welt? Viele andere Frauen im Umgebung von Iran, arabische Länder, Algerien und bis Jemen und Syrien und in Nordafrika und Südafrika, die sind auch mit diesem Apartheid-System betroffen. Ich komme hierhin, nur die Stimme von den unschuldigen Männern, unschuldigen Frauen, die tatsächlich für Gleichheit und eine gerechte Rechte für Männer und die Frauen in alle Länder der Welt herzustellen. Seit 7 Monaten, die Welt hat schon gehört. Und leider, die Politiker hinter verschlossenen Türen haben sie nicht gehört. Was für ein Mörderregime in mittelasiatisches Land lebt. Die arbeiten mit Syrien, Diktatoren, Putin. Die schicken auch militärische Waffen an Putin Richtung Ukraine. Und Nordkonflikt und Südkonflikt hat sich noch nicht geäußert. Die weltwirtschaftliche Krise entsteht. Iran ist ein reiches Land, zweitgrößter Gasexporteur der Welt. Über 2 Millionen Kinder unter 4 und 3 Jahren auf den Teheraner Autobahnen verkaufen Kaugummi und dann gehen sie zur Schule und dann werden in der Schule mit Gas bedient. Was für ein demokratischer Begriff ist in den Köpfen der europäischen Abgeordneten? Von Baluchistan nach Kurdistan. Iranerinnen und Iraner haben eine Begrüßung für eine revolutionäre Freiheit und Demokratie im Iran zustande gebracht haben. Und es ist auch nicht mehr zu stoppen. Es lebe Freiheit in der ganzen Welt und basta. Dafür bin ich jede Woche hier.